Genau. Also, herzlichen Glückwunsch, schön, dass du da bist. Du kannst dich beglückwünschen, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast, um eben die Zusammenhänge zu erfahren zwischen deinen Augen, deiner Sehkraft, deiner Körpermitte, deiner Stabilität und ja, dem dritten Teil, den erzähle ich dir gleich. Mach mal alle, oh. Ihr dürft ein bisschen mitmachen, weil ihr habt schon gemerkt, bei mir ist eine lockere Runde und ich weiß, einige von euch, die waren ja gestern Abend auch beim JBs Augen-Yoga. Und wenn wir lachen und wenn wir uns leicht durch die Welt bewegen, was ist es dann? Dann saugen all unsere Zellen die Informationen auf und darum geht es. Ich möchte nicht hier eine Vortragende sein, wo du nach 2 Minuten da sitzt und rumgehst, sondern es soll Spaß machen und du darfst dementsprechend mitmachen. Ja, wie viele von euch wünschen sich denn ein erfülltes Leben, bessere Sehkraft und mehr Stabilität? Sag mal ganz laut, ich. Ich. Ja, hervorragend. Danke, dass du so schön mitmachst. Und wie viele von euch haben bemerkt, dass sich seit einiger Zeit was verändert hat in unserem Leben? Der sagt ebenfalls, ich. Genau. Und darum geht es eben, dass wir eine große Veränderung haben und wie wir da besser durchgehen können, um diese Veränderung mit unserem physischen Körper zu machen. Und vielleicht habt ihr auch schon in eurem Umfeld den einen oder anderen, der eben in dieser Zeit ein bisschen in den Engpass gekommen ist mit seinem physischen Körper. Und vielleicht kennst du auch den einen oder anderen, der wirklich eine Krankheit hat und vielleicht auch sogar schon aus seinem physischen Körper rausgegangen ist, nämlich in das Feinstoffliche, weil da ist es einfacher. Okay, jetzt schreibt mir hier gerade jemand eine E-Mail. Ich weiß nämlich, die wollten auch reinkommen. Entschuldige mal eben kurz. Ich brauche gerade mal meinen Assistenten hier. Eine Sekunde. Ich muss hier gerade mal kurz mit dem Stefan reden. Ich weiß nämlich, dass die unbedingt dabei sein wollten. Ja, sorry, danke, dass du so viel Geduld hast. Manchmal, ich weiß nämlich, die haben mir gestern Abend noch gesagt, sie wollen auf jeden Fall dabei sein. Und ja, die können natürlich auch reinkommen, ne? Live ist es immer was anderes als in der Aufzeichnung. Ja, ich möchte dir kurz was zu mir sagen. Mein Name ist Jeanette, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, von JBs for Better Life. Und ich bin BWLerin. In meinem ersten Leben bin ich wirklich durch einem Studium durchgegangen, weil es mir echt überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe es tatsächlich bis zum Ende durchgezogen. Denn dann konnte ich fast das machen, was ich einigermaßen gut fand, nämlich im Marketing unterwegs zu sein, im Sponsoring-Bereich und große Aktionen zu machen im Promotion- und Sponsoring-Bereich und damit auch mit ein bisschen Prominenz unterwegs zu sein. Mach mal alle, mit Prominenz, genau. Und da habe ich mich natürlich ganz groß gefühlt, ne? Und das war ja das Einzige, was mich da so ein bisschen motiviert hat in diesem ganzen Bereich. Aber 2006 bin ich dann tatsächlich von da aus in die Selbstständigkeit gegangen. Ich bin nach Dubai gegangen und habe da auf diesem Gebiet mich so ein bisschen in andere Richtungen ausgebreitet. Und da habe ich meiner Meinung nach, also so sehe ich es heute rückwirkend, das wahre Leben kennengelernt, nämlich wie es auch sein kann. Und zwar weg von diesem Kokon und in einem schön behüteten Unternehmen in Deutschland, wo alles so schön sicher ist und wo du auf jeden Fall punktgenau dein Gehalt kriegst und alles Mögliche. Das habe ich hinter mir gelassen, um in eine Unsicherheit reinzugehen. Und diese Unsicherheit, die fand ich spannend. Und ich kann dir sagen, ich habe am Ende des Tages viel, viel mehr gearbeitet und viel weniger Geld bekommen. Und
Ich sag dir dennoch, ich fand das großartig, denn es hatte so ein bisschen ein Prickeln und das hat mich gereizt. Und ich habe ganz interessante Menschen kennengelernt und auch mit halbseidenen Geschäften. Und ich fand das so spannend, aber eines Tages ging es halt dort nicht mehr weiter, weil ich das alles nacheinander aufgedeckt habe und dachte, ey, in welchen Betrügerkreis bin ich denn hier reingeraten? Und dann habe ich mich da rausgeschält und das war relativ einfach, denn ich habe es immer mehr aufgedeckt und das fand mein Chef und seine Assistentin, seine Loverin mit 60 Millionen hintendran. Ne, die hat das nämlich alles finanziert, die gute Braut. Die fanden das nicht gut, dass ich das nacheinander aufgedeckt habe, was für ein Betrüger gespannt die zwei da waren. Und da bin ich rausgeflogen. Was ein Glück, denn nun konnte ich endlich in meine Selbstständigkeit, wo ich schon so lange drauf hingearbeitet habe, nämlich wirklich selbstständig zu sein, nicht irgendwo als Freelancer oder freier Mitarbeiter zu sein, sondern wirklich mein Ding zu machen. Und das habe ich da gemacht in Dubai und habe da meine Modeaccessoire-Linie gegründet und konnte mich da richtig austoben. Endlich konnte ich mein Marketing so richtig für mich selbst anwenden und meine Kreativität voll und ganz freien Lauf lassen. Und ich habe ein kleines Produkt gehabt. Das ist jetzt interessant. Ich zeig's dir auch. Ich habe nämlich hier einen da, eins meiner Produkte. Willst du es sehen? Dann sag mal ja. Okay. Stefano, wo ist denn mein Produkt? Ich hatte die doch. Moment, das ist nicht in dieser Tasche. Das ist in dieser Tasche. Das ist das Thema mit den Taschen. Hier ist es. Pass auf. Eins meiner Produkte war das hier. Und das werden vielleicht die Ladies unter euch kennen. Das ist ein Taschenhaken. Das ultimative Produkt für die Frau. Und zwar vor allen Dingen in den fernöstlichen Ländern, also in Dubai super. Und in Lateinamerika, da gibt's nämlich ein Sprichwort, das sagt, Tasche auf dem Boden fließt Geld raus. Und ich fand das schon immer ekelhaft, wenn die Tasche auf dem Boden steht und du das dann schön auf die weiße Hose stellst, ne? Wenn das so am Bürgersteig oder sowas im Sommer im Gartenlokal, dann stellst du die Tasche auf deine weiße Hose, um da das Geld rauszuholen, um zu bezahlen. Und da siehst du aus wie Schwein und deshalb Taschenhaken. Ich habe die natürlich so modifiziert, dass man damit direkt noch was anderes machen kann. Der hier, das war so ein Anhänger, den konntest du als Kettenanhänger tragen. Dann habe ich welche gemacht als Armreif und so weiter und so fort. Du kannst dir vorstellen, ich war in meinem Element. In was? In meinem Element. Und es hat mir voll Spaß gemacht. Und dementsprechend hatte ich auch Erfolg. Und ich wurde sogar von großen Unternehmen wahrgenommen, wie zum Beispiel Hugo Boss. Hugo Boss hat bei mir produzieren lassen. Ich habe im Auftrag von Hugo Boss Taschenhaken produziert. Und das hat natürlich mega viel Spaß gemacht. Eines Tages habe ich eine neue Liebe in mein Leben eingeladen. Ich dachte, jetzt wäre ich bereit, mit Anfang 40 damals. Und dieser Mann hat mich dazu gebracht, dass ich mein Business nicht mehr so gemacht habe. Und weil er war Zahnarzt oder ist immer noch Zahnarzt, denke ich doch. Und er hatte freitags mittags und samstags, nee, freitags und mittwochs mittags hatte der frei. Und dann hat er gesagt, naja, also da will ich ja auf jeden Fall was mit dir machen. Geschweige denn von den Wochenenden. Was habe ich an den Wochenenden gemacht? Gearbeitet. Denn ich war auf Messen, auf Großhandelsmessen und ich war ja super glücklich, dass ich da überall irgendwie einen Stand bekommen habe, dass ich wahrgenommen wurde und so. Aber ich wollte ja auch meiner Partnerschaft gerecht werden. Also, was habe ich gemacht nach ein paar Jahren? Mein Business an den Nagel gehängt. Warum? Weil ich dachte, es ist die große Liebe.
Und eines Tages hat er mir dann offenbart, nachdem ich mein Business an Nagel gehängt habe, wir zusammen ein Business entwickelt haben, wo er nicht von leben musste, aber ich, hat er mir offenbart, dass die Partnerschaft vorbei ist und dass er sich von mir trennt. Und kannst du dir vorstellen, wie es mir da gegangen ist? Mir ging's scheiße. Mir war es, als hätte jemand den Boden unter meinen Füßen weggerissen. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil nicht nur mein Partner weg war, mein Business war weg, weil ich mit ihm mit Sicherheit nichts mehr machen wollte. Und sogar ein großer Teil meiner Freunde ist mir flöten gegangen, weil die irgendwann meine Jammergeschichte nicht mehr hören konnten. Und kannst du dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Ich dachte, ich muss mich aufhängen. Und das war mein Weg zu mir selbst. Denn ich habe mich da aufgemacht. Ich dachte, ich habe immer gesagt, und das höre ich wirklich noch nachklingen, entweder ich lande im Irrenhaus oder ich gehe da einen anderen Weg, und zwar den spirituellen Weg. Und ich habe mich schon immer nach spirituellen Themen ausgerichtet. Ich war schon immer feinfühlig und dennoch nicht genug, wie man gesehen hat, sonst hätte ich ja vorher schon die Anzeichen da wahrgenommen. Und ich habe Ausbildung gemacht auf verschiedenen Ebenen, bis ich dann irgendwann bei Theta Healing gelandet bin. Und die meisten, die bei mir Einzelsitzungen haben, kennen das schon so ein bisschen. Glaubenssatzarbeit vom Feinsten. Und damit bin ich durchgestartet. Es ging schneller, als ich je jemals gedacht habe. Ich habe irgendwann für mich eingestanden und ich habe ganz, ganz viel aufgeräumt und mir hat meine geistige Welt, die Schöpferkraft, also ich arbeite mit der höchsten Frequenz allen Seins, mit dem Schöpfer, und der hat mir den Einfluss gegeben oder den Satz in meinen Kopf gesagt, dann werde doch Coach. Da musste ich dann noch mehr auflösen, weil ich dachte, ey, jede Putzfrau wird Coach. Weißt du nicht, was du tun sollst? Machst eine Visitenkarte, ich mache Coaching. Kann jeder machen, so ein Scheiß, ich bin doch BWLerin, bin doch was Großes und so weiter, muss ich ganz viel auflösen. Und sobald ich es aufgelöst habe, kamen Klienten, da wusste ich gar nicht, wo die herkamen. Und deshalb weiß ich, wie die universellen Gesetze funktionieren. Ich habe sie selbst so oft in meinem Leben erfahren. Und genau deshalb bist du auch hier drin, weil du ebenfalls offen bist für die universellen Gesetzmäßigkeiten, erkennst, dass hinter deinen Augen beziehungsweise hinter deiner Sehkraft noch viel, viel mehr schlummert, und du wirst heute erfahren, was es mit deiner Körpermitte zu tun hat. Und du erkennst jetzt meine Geschichte und weißt, dass ich durch ein Tal durchgegangen bin. Und ich kann dir sagen, jeder hat für sich ein großes Jammertal zu durchreiten, um am anderen Ende, ja, die Erleuchtung zu sehen, beziehungsweise den Lichtblick. Und dabei helfe ich seit 2015 den Menschen, ihren Lichtblick zu finden, ihre Blockaden abzulösen, die wirklich nur selbstgemachte Blockaden sind, und dass du wieder, ja, auf die Sonnenseite in deinem Leben kommen kannst. Vor einiger Zeit habe ich Impulse bekommen, den Impuls, doch mal wieder was für die Augen zu machen. Dass ich dann natürlich wieder schlechter gesehen habe, das war die Kehrseite der Medaille, aber sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Sag mal, dann hättest du es nie gemacht. Genau, weil ich muss es selbst immer, ich muss selbst Spaß dabei haben, sonst mache ich es nicht. Und das geht dir vielleicht ganz genauso. Wenn du keinen Bock hast, machst du es nicht. Dann machst du es eine Zeit lang und dann hörst du es direkt wieder auf. Sag mal, bin ich genauso? Genau, ich sehe schon einige zustimmend nicken. Erwischt. Genau. Und dabei habe ich erkannt, dass die Wichtigkeit der Sehkraft viel, viel größer einzuschätzen ist
als das, was wir so vermittelt bekommen. Siehst du nicht mehr gut, setzt eine Brille auf, alles Problem gelöst. Mittlerweile habe ich mitgekriegt, dass viele Leute auch Probleme haben, die richtige Brille zu finden und so weiter und so fort und da Einschränkungen haben. Und ja, es geht auch in dieser Zeit darum, dass wir eben hinter die Kulissen schauen. Hinter den Kulissen offenbart sich dahinter ein Riesenfeld. Wenn du nicht gut siehst, ist hinten dran was ganz anderes und da komme ich gleich zurück. Und das Zweite ist die Stabilisierung in dieser Zeit. Ich habe eben gesagt, viele Menschen sind echt gebeutelt gerade und einige haben zustimmend genickt. Du kennst vielleicht welche in deinem Umfeld, die echt gerade straubeln, die irgendwelche schlimmen Erkrankungen haben und so weiter und echt gefordert werden. Und wenn das in deinem näheren Umfeld ist, auch in deinem Freundeskreis, dann betrifft es dich. Und natürlich hängst du da und denkst, um Himmels Willen, der Arme oder die Arme, vielleicht ist es sogar ein naher Verwandter, der da hängt. Und natürlich hängst du da. Und ich kann dir sagen, du kannst dem Menschen nicht helfen, wenn du selbst in die Schieflage gerätst, sondern du kannst ihm nur helfen, wenn du selbst stabil bist. Wahr oder wahr? Und genau darum geht's. Wie komme ich am schnellsten in meine Stabilität? Das ist Punkt zwei, das erzähle ich dir gleich. Und dieser Wechsel, den wir jetzt machen, und das ist maßgeblich, den machen wir ja mit unserem Körper. Wir haben diese Wechsel früher schon oft gemacht, in vorangegangene Inkarnationen. Jedes Mal haben wir eine Aufgabe erledigt, wir haben was erkannt, dann sind wir irgendwann aus unserem physischen Körper raus, wieder wunderbar im Feinstofflichen rum, ist ja alles Licht und Liebe, fühlen wir uns wohl und dann gehen wir die nächste Aufgabe an und die nächste Aufgabe gehen wir an, indem wir neu inkarnieren, also einen neuen Körper annehmen. Diesmal machen wir diese Transformation mit unserem Körper. Das bedeutet mit unserem grobstofflichen Bereich. Und das war noch nie da, denn wir haben jetzt Erkenntnissprünge. Und diese Erkenntnissprünge, die helfen uns dabei. Und wenn wir uns dagegen wehren, und dann werden wir es nicht schaffen. Das sind diese Menschen, die jetzt eben mit irgendwelchen Krankheiten in der Kurve hängen, die wahrscheinlich ein großer Teil erst diesen Weg gehen können ohne ihren physischen Körper. Und wie viele von euch wollen dazu mehr erfahren? Der mach mal ich. Ja, hatte ich Glück gehabt, dass ihr alle mehr erfahren wollt. Aber hier geht es ja um die Einheit. Wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn ich dir das so erzähle, dann sitzen wir alle in einem Boot. Wir alle in diesem Kreis. Aber wir sitzen mit allen anderen auch im Boot, nämlich mit denen, die diesen Prozess nicht machen wollen, die sich dagegen wehren, die alles beim Alten haben wollen. Kennst du auch Menschen, die immer wieder sagen, oh, früher war doch alles besser? Oder kannst du dich noch erinnern, vor 2020, ich sehe schon nicken, Mensch, ich will wieder dahin zurück. Und sie versuchen dahin zu strampeln und genau die gleichen Aufgaben zu machen wie früher, also vor 2020. Und es geht nicht mehr. Warum? Weil die Zeit viel schneller rennt, weil wir in ein neues Zeitalter gegangen sind und noch gehen. Also das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Und diese Energien, die müssen wir annehmen, und zwar mit unserem physischen Körper und die Aufgaben willkommen heißen, die jetzt unsere Themen sind und nicht mehr nach alten Werten gucken. Es geht um diesen ganzen Bewusstseinswerdungsprozess. Und wenn ich sage, ich habe es empfangen, dann ist es immer, ich habe Eingaben. Ich arbeite mit mir selbst jeden Tag oder nahezu jeden Tag und bekomme da von der geistigen Welt
Fragen beantwortet oder einfach irgendwelche Durchsagen. Und die darf ich dann zusammensetzen, wie ein Mosaikteil. Manchmal dauert es ein bisschen, manchmal muss ich einfach was machen, wie JBs Augenyoga ins Leben rufen, was wir jetzt schon seit einem Jahr machen, wo du natürlich deine Augen trainierst, um besser zu sehen. Aber es geht um viel, viel mehr. Und das wurde mir in den letzten Wochen immer deutlicher, und so die Mosaiksteinchen, die wurden immer mehr zu einem Bild. Und wenn wir in diesem Bewusstseinswertungsprozess sind, werden Sinne in uns aktiv, die wir vorher nicht kannten. Und wir nehmen mehr wahr. Wem geht's so, dass er mehr wahrnimmt und mehr begreift? Hand hoch. Genau, die Zusammenhänge werden deutlicher. Einige sitzen im ganz Dunklen, sehe ich gar nicht. Okay, genau. Und es geht darum, dass wir die Dinge besser unterscheiden können von gut und schlecht, dass wir vielleicht eher wissen, wann was noch zu uns gehört und wann nicht. Und in dieser Zeit geht es darum, dass unsere Gefühle viel, viel mehr im Vordergrund stehen, als es noch früher war, nämlich vor 2020, und genau genommen war es vor 2012. Da ging es eher darum, dass wir Werte erschaffen. Und wer kennt das auch noch, diesen Zwang oder diese Vorstellung, ich brauche eine Eigentumswohnung, ich muss mein eigenes Haus kaufen, ich muss meinen Gartenzaun drumherum bauen und ich brauche noch Hund, Kind und alles Mögliche und darüber definiere ich mich. Kennt ihr das? Mach mal ja, kenne ich. Und danach haben wir gelebt, danach haben wir unsere Werte ausgerichtet. Und jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, da geht es um andere Sachen. Es geht darum, dass wir uns gut fühlen, dass wir glücklich sind, dass wir Spaß haben an dem, was wir tun. Und je leichter du das machst, je mehr Erfolg hast du. Aber nicht mehr die ersten Herzchen fliegen. Dankeschön. Genau. Und genau darum geht es. Und das, wir kommen nicht mehr drin zurück. Wir gehen da nicht mehr hin zurück. Ihr könnt es alles hinter euch lassen. Machst du noch einen Job, den du nicht magst? Überleg dir am besten, wann du da raus kannst und wann du das machen kannst, was dich wirklich erfüllt. Bist du in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, wo du sagst, boah, das ist anstrengend. Boah, ich bin am schönsten ist, wenn er nicht oder sie nicht da ist. Dann kannst du da ebenfalls dich umschauen nach einem Way out. Und der Way out ist nicht schnell in eine neue Partnerschaft zu gehen, sondern der Way out ist, zu dir selbst erstmal zu kommen, dass du weißt, wer du bist. Hast du noch Freunde in deinem näheren Umfeld, die dich eher aussaugen, statt dass es mal so und mal so ist, dass es sich die Waage hält? Dass es im Einklang ist, ein Nehmen und ein Geben, ein gegenseitiges Erkennen und eine Freude, wenn du dich siehst. Oder ist es eher so, naja, wir kennen uns ja jetzt schon 30 Jahre. Natürlich reden wir immer über die alten Geschichten. Ja klar, weil du keine neuen mehr mit demjenigen kreieren kannst. Und das hat alles ausgedient. Das zieht dir alles Energie. Sag mal, boah, zieht mir Energie. Genau, die läuft nämlich weg, die Energie. Und was geht's? Um was geht's? Die Zeit wird schneller und du musst gucken, dass deine Energie wie in eine Quelle immer wieder reinsprudelt, dass sie neu sich entfaltet und dass du, deine Energie niemals ausgeht. Niemals. Und genau deshalb ist der Wendepunkt jetzt da. Und die Gedanken, die machen uns da oft einen Streich draus. Denn du erkennst immer wieder, dass es Dinge sind im Außen, die dich davon abhalten und du dennoch immer kontrovers läufst. Also ich will damit sagen, dass du innehalten musst
um bei dir anzukommen, deine Stabilität und deine Kraft von deinem Körper, Geist und Seele zu entfachen. Und das machst du, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Wenn du nämlich eine Partnerschaft lebst, die dich erfüllt, oder dass du selbst mit dir glücklich bist, dass du einen Job ausübst, der dich total bereichert, einen Freundeskreis hast, der dich total bereichert hast. Und wenn du noch irgendwo hängst und auf Schulden sitzt, um dein Haus zu halten, dann ist es darüber nachzudenken, da irgendwo eine andere Lösung herbeizuführen. Es geht um unser neues Lebenselixier. Und unser neues Lebenselixier ist in uns. Und das ist die pure Freude. Und jetzt kannst du mal grinsen. Von einem Ohr zum anderen. Und ich habe gestern zu Stefan gesagt, du grinst von einem Ohr zum anderen. Und dann sagt er, nee, stimmt gar nicht. Ich grins einmal rundherum. Das darfst du auch. Genau. Und weißt du, das Problem ist, und da beißt sich die Katze in Schwanz, wir halten nämlich fest beim Alten. Und wir sagen, ja, ist in Ordnung, ich will Neues erleben und ich will in eine glückliche Welt und ich will alles neu erschaffen. Ich halte aber fest im Alten, indem ich sage, naja, ich muss ja aber noch das machen und dann muss ich, was auch immer, die Termine einhalten und jene Termine einhalten und dann muss ich den und den Freund treffen und das, was ich eben gesagt habe, wo du merkst, es sind keine bereichernden Gespräche mehr, sondern es dreht sich alles um irgendwelche vergangene Scheiße. Du darfst was Neues kreieren und du kreierst es im Hier und Jetzt. Wenn du mit jemandem nichts Neues kreierst, dann kannst du das dir eine Zeit lang angucken, aber es zieht dir Energie. Und es geht darum, dass du jetzt deine Energie aus dir selbst rausschöpfst und dass die aus dir raussprudelt und dass du wie ein überlaufendes Fass bist. Und wenn du eben an dem Alten festhängst und dann läufst du in der Endlosschleife, du kommst niemals raus und du wirst diesen Transformationssprung nicht schaffen. Und ich weiß, das klingt hart, aber ich weiß, du bist ja hier und du bist auf deinem Weg und du bist den Weg ja schon ganz schön weit gegangen. Sag mal, boah, bin ich schon ganz schön weit gegangen. Kannst du mal hier dich beglückwünschen? Genau. Weil du hast schon ganz, ganz viel gemacht und einen Weg zurück gibt's nicht mehr. Also way back gibt's nicht mehr. Sag mal nein, 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 nein. Genau. Und jetzt geht's nur nach vorne. Und nach vorne gehst du, indem du diesen Moment jetzt, jetzt, jetzt veränderst. Und sag mal, ich bin jetzt hier am richtigen Ort. Sag dir das mal. Ich bin jetzt hier am richtigen Ort. Genau, zur richtigen Zeit. Genau. Und es geht immer weiter und weiter, wenn wir es uns erlauben, weiter und weiter zu gehen. Und dann kommen wir in einen anderen Bewusstseinszustand. Und es geht darum, die Tiefe in der Verbindung zu stärken. Und die Tiefe in der Verbindung stärken wir durch die unteren drei Chakren. Und einige von euch waren ja schon öfter mal bei mir zur Stabilisierung der Körpermitte oder einmal. Und die einige waren auch schon Reinigung, energetische Reinigung, habe ich ja auch schon öfter mal gemacht. Und es gibt immer wieder Workshops, Webinare, die ich gerne anbiete. Also deshalb bleibt da immer mit mir verbunden, am besten über meine WhatsApp-Gruppe. Aber zurück, die unteren drei Chakren, das sind die Chakren, die jetzt maßgeblich sind. Die ganzen Jahre haben wir an den oberen Chakren gearbeitet, richtig? Wir haben darauf gearbeitet, dass wir uns verbinden und empfangen und Impulse bekommen. Da haben wir an unseren Hellsinnen gearbeitet. Und du, die da hier drin bist,
Du hast auch schon an deinen Hellsinnen gearbeitet, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und jetzt geht es darum, dass wir die unteren Chakren stärken, nämlich so, dass wir hier verwurzelt bleiben, weil du willst doch mit deinem grobstofflichen Körper das machen. Du hast hier noch eine Aufgabe. Wir können uns hier nicht verdünnisieren und abhauen, wie die anderen das machen. Sag mal nein, nein, nein. Genau. Wir bleiben nämlich hier, weil wir sind diejenigen, die dieses ganze Schiff mitnehmen. Und wir brauchen noch viel, viel mehr. Sag mal, wir brauchen noch viel, viel mehr. Genau. Und wenn du selbst nicht bewusst als Coach unterwegs bist, sondern nur als deine reine Persönlichkeit, dann wird dein ganzes Umfeld nachziehen. Und dann bist du ein maßgeblicher Teil dessen, das diesen Transformationsshift mit begleitet, und zwar vorne dran. Und die unteren drei Chakren, das ist Wurzelchakra, Sakralchakra und Solarplexus. Die drei Chakren, die müssen wir stabilisieren. Und dann geht es natürlich um den Ausgleich der männlichen und weiblichen Anteile. Wenn wir unausgewogen sind, dann hängt auch oft was, ne? Wir haben, oftmals sehe ich das, dass die Hüfte schief steht, ne? Wer kennt Hüftschiefstand? Wer kennt das? Genau. Wer kennt es, dass ein Auge besser sieht als das andere? Das ist alles die Unausgewogenheit, die noch nicht komplett ist im System. Und auf diese Unausgewogenheit werde ich vor allen Dingen auch in der Ausrichtung auf 2024 eingehen. Das ist mein Workshop zum Jahresende. Und übrigens habe ich hier noch einen Special-Preis bis zum 22. diesen Monats. Das ist, glaube ich, nächsten Montag oder so. Aber das nur am Rande, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Und alles, wo wir noch Mangel fühlen, da müssen wir was verändern. Und wenn du irgendwo in deinem Leben sagst, oh, da geht mir die Zeit flöten oder das macht mir überhaupt keinen Spaß. All das darfst du verändern. Ich kenne auch, ich hatte vor kurzem im Einzelcoaching jemand, der ist leidenschaftlicher Baseballspieler oder Basketballspieler, und der hat mir gesagt, weißt du, macht mir irgendwie gar keinen Spaß mehr. Ich muss mich da hinschleppen. Ja, mein Gott, dann lass es. Es gibt so viele geile neue Möglichkeiten, dich neu zu fühlen. Und es geht tatsächlich ums Fühlen. Und du musst es durchleuchten und dann in Liebe loslassen. Egal, was hinten dran hängt. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber das Festhalten an den alten Dingen wird dich festhalten und dich in der Endlosschleife halten. Es geht darum, dass wir Herausforderungen annehmen und Probleme wirklich willkommen heißen, weil Probleme, die bieten dir eine Möglichkeit zu wachsen. Denn ich habe es dir eben erzählt, derjenige hatte keinen Bock mehr auf sein Basketballspiel. Der war genervt und gelangweilt davon. Ja, meinst du, damit kann er seine Zellen auffüllen? Meinst du, davon kriegt er Energie? Nein, nein, nein. Genau. Er hat gesagt, er würde viel lieber, viel mehr mit dem Hund in die Natur gehen, Gassi gehen, mit seiner Frau. Dafür hatte der keine Zeit, wenn du halt in einer anderen Liga spielst, was er macht. Ne? Also deshalb, da gilt es wirklich drum zu gucken, wo habe ich Spaß, was reichert mich an? Und wo kommt meine Energie in unerschöpflichem Maße zurück? Wenn du abends todmüde ins Bett fällst, weil du ausgelaugt bist, dann ist es der falsche Weg. Wenn du todmüde ins Bett fällst und erfüllt bist, dann bist du auf deinem Weg. Einfach, oder?
Klingt erstmal so. Also, willst du deine wahre Kraft spüren? Willst du endlich in deiner wahren Energie ankommen und nicht in der Energie mit einer Aufgabe zusammenhängen, die du machst wegen einem anderen, die du machst, weil du es irgendwann mal jemand versprochen hast, die du machst, weil du dann ein Ansehen hast bei deinem Vater, bei deiner Mutter, bei deiner Tante, was auch immer, oder bei deinem Partner. Also willst du endlich wieder deine Kraft spüren, und zwar in einem unendlichen Maße, dann sag mal, ja, ich will. Genau. Und viele von euch werden auch an den alten Mustern wirklich immer festhalten. Und es kostet einfach viel, viel, viel Energie. Und ich habe eben schon gesagt, viele Menschen werden deshalb auch die Reißleine ziehen und aus diesem Leben verschwinden. Es geht jetzt darum, die Illusion zu erkennen, in dieser Illusion, in der wir gefangen sind. Die Illusion der Dualität. Und wir kriegen gerne viel erzählt, dass die Dualität in unserem Leben oder zu unserem Leben gehört. Plus, minus, männlich, weiblich, hoch, runter, Himmel, Erde und so weiter und so fort. Es geht aber darum, dass wir einen Bewusstseinssprung machen. Und diese Dualität ist eine Illusion, genauso eine Illusion, wie wir uns über unseren physischen Körper definieren, weil wir glauben, wir sind dieser Körper, richtig? Wir glauben, wir sind das. Wir sind es aber nicht. Das ist eine Illusion. Sag mal, das ist eine Illusion. Genau, und weißt du, warum es eine Illusion ist? Weil wir reines Bewusstsein sind. Und ich habe dir eben gesagt, wir inkarnieren, weil wir eine Aufgabe haben oder etwas erleben wollen hier. Deshalb inkarnieren wir mit diesem, in diesem physischen Körper, vielleicht nicht in diesen, aber in deine. Du inkarnierst in deinen Körper, weil du damit die optimalen Erfahrungen machen kannst. Und diese Erfahrung kannst du nur mit deinen Eltern machen, die du dir auswählst, mit diesem Körper machen, die du dir auswählst und all das, was du auf dieser Strecke bisher erlebt hast. Und jetzt geht es darum, dass du erkennst, was du tatsächlich bist, nämlich reines Bewusstsein. Und wenn du das weißt, was du bist, dass du viel, viel größer bist als dieser Körper, dass, dann kannst du alles steuern, weil dann kannst du den hier, das hier, steuern. Und genau dahin geht es, dass du es erkennst, was dieser Körper tatsächlich ist. Eine Illusion. Und wenn du mal drauf achtest, wir sind alle sehr, sehr programmiert worden. In dieser Illusion sind wir gefangen gehalten. Nämlich, der Körper muss so und so aussehen, ich muss das und das machen und ich muss das und das machen und dann muss ich regelmäßig zum Friseur gehen und dann muss ich die und die Figur haben und dafür muss ich das machen und jenes und so fort. Und gerade die Frauen kennen das, wahrscheinlich fast jede Frau, da ist da mal was und da mal was und keine Ahnung und sieht nicht so gut aus und so weiter und so fort. Ey, das ist eine Illusion, Mädels. Und mir geht's ganz genauso, ging mir ganz genauso. Ich habe es sukzessive abgelegt. Woher kommt diese Illusion? Na, die kommt vor allen Dingen von den Medien. Es wird was vorgegeben, wie wir sein müssen. Die Models sind alle, die sehen alle aus wie, ja, sind alle sehr, sehr schlank, sagen wir mal so. Und ist es die Realität? Nein, es ist nicht die Realität, weil es wird immer was retuschiert und immer so hingerichtet, dass sie optimal aussehen. Weißt du, warum die Mädels auf dem Laufsteg in einer Meter Höhe rumlaufen, damit sie größer aussehen? Warum müssen die solche Hacken tragen, damit sie größer aussehen? Meinst du, die haben alle so eine Traumfigur? Ja, viele sind einfach dünn. Aber sind sie deshalb begehrenswerter? Nein, weil das Begehrenswerte kommt von innen, nicht weil du die Optimalmaße hast.
Und das wird dir jedermann bestätigen. Die wollen keinen Hungerhaken. Die wollen jemand, der Freude hat am Leben und Spaß hat. Und genau darum geht es. Nicht ein gehetztes Karnickelchen, was versucht, von A nach B zu rennen und alles wie die Superwoman hinzukriegen. Genauso. Und das siehst du, es ist alles der Mangel. Und wir dürfen aus diesem Mangel raus. Und es geht darum, den Körper anzunehmen und den Kampf gegen die äußeren Umstände aufzulösen, beziehungsweise zu erkennen, dass es alles eine Illusion ist. Sag nochmal, ist alles eine Illusion? Es geht jetzt darum, um den Wechsel zu machen. Und den Wechsel ist, deshalb habe ich so ausgeholt, dass du es wirklich, wirklich verstehst, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass du dieses elementare Wissen aufbrichst in dir und es dadurch veränderst. Es geht jetzt in diesem Wechsel darum, dass wir von innen nach außen leben. Und all die Jahre zuvor und das, was wir gelernt haben, haben wir von außen nach innen gelebt. Sag mir, dass du mich liebst, dann fühle ich mich gut. Sag mir, dass ich da einen wunderbaren Kuchen gebacken habe, dann fühle ich mich gut. Sag mir, dass ich das wunderbar hinkriege mit den Kindern und was auch immer, dann geht's mir gut. Sag mir, dass ich meinen Job hervorragend mache, dann geht's mir gut. Merkst du was? Bullshit. Schmeiß es weg. Sag mal, knüll es mal zusammen und schmeiß es in die Ecke. Gehört nicht mehr zu mir, weg. Genau so ist es. Und das ist der Anfang, dass du deine Göttlichkeit erkennst, die ist in dir, in deiner Ursprungszelle, aus der Zelle, aus der du entstanden bist. Es gab am Anfang eine Zelle, dann gab es zwei, dann gab es vier, dann gab es acht und so weiter. Eine Zelle ist deine Ursprungszelle. Alles ist da drin verankert. Alles ist da drin notiert. Und das ist jetzt deine Göttlichkeit, die du erkennen darfst, was uns erzählt wurde. Das gibt's nicht in uns. Wir sind unser Körper. Wir müssen so und so sein. Da kommt die Vogue, die Elle, der Bazaar und so. So müssen wir sein, wir Ladies. Ich weiß, gilt für Männer ganz genauso. Du musst so und so viel auf dem Bankkonto haben, dann heirate ich dich. Ich kann mich erinnern, eine Ex-Kollegin von mir, die hatte einen wirklich, wollt ihr die Geschichte, habt ihr Bock auf eine Geschichte? Eine Ex-Kollegin von mir, die hatte, wir hatten einen Kollegen, der fand die einfach toll, der hat alles für die gemacht. Und dann hat sie irgendwann mal, und das war wirklich im Scherz, ich stand dabei oder ich habe mit ihr ein Büro geteilt, und dann hat sie gesagt, weißt was, Carsten, ich heirate dich erst, wenn du Hauptabteilungsleiter wirst. Ich kann euch was sagen, der hat alles dafür getan. Was ist er geworden? Hauptabteilungsleiter. Kann ich dir sagen, was passiert ist? Die hat ihn geheiratet. Haben sogar drei Kinder gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob die noch verheiratet sind. Aber kannst du sehen, was das auslöst in einem Mann? Ey, ich heirate dich erst, wenn du Hauptabteilungsleiter. Da wird alles in Gang gesetzt. Sag mal, wahr oder wahr? Kannst mal sehen. Du siehst, durch welche Felder, Irritationsfelder wir da gegangen sind. Und jetzt gilt es wirklich, die abzulegen, die zu erkennen, aufzuschlüsseln, gehört nicht mehr zu mir, rausschmeißen. Und dann kannst du den Transformationsprozess mit Leichtigkeit gehen. Und dein Verstand, der versucht dich da immer wieder zurückzuholen. Der versucht dich da immer wieder einzufangen. Dein Verstand ist eigentlich dein Vehikel an der ganzen Geschichte. Und dein Verstand, den kannst du ebenfalls manchmal so ein bisschen klein machen, dass er nicht so groß ist. Den kannst du ein bisschen drücken
Und warum mache ich hier vor auf der Stirn rum? Weil da sitzt in deinen Frontlappen, da hängen vor allen Dingen die Endlosschleifen, die du dir gerne erzählst. Mensch, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. Ach, so ein Scheiß. Jetzt stand hier auf meiner To-Do-Liste heute. Ich muss den anrufen. Ich muss das machen, noch die E-Mail rausschicken. Ah, und dann wollte ich auch noch die Blumen besorgen. Und dann habe ich ja auch der Fick. Merkst du, das hängt hier. Kannst du drücken. Weil dein eigentlicher Verstand, der sitzt nämlich hier. Moment. Hier sitzt der. In deiner Ursprungszelle, in deinem göttlichen Anteil. Und wer will wissen, was dieser Teil mit deinen Augen zu tun hat? Wer will das wissen? Sag mal ja, ich will. Genau. Meistens starten wir damit, dass wir im Leben eine Veränderung haben wollen. Richtig oder richtig? Wir wollen nicht mehr das Alte sehen, wahr? Und dann möchten wir aber uns auf anderer Seite gerne verkriechen, ne? Und wir haben das Problem, dass wir auf der einen Seite eine Veränderung wollen, da gesehen werden wollen und auf der anderen Seite nicht mehr gesehen werden wollen. Also du siehst zwei Seelen in meiner Brust, ne? Wie hieß das mit bei Faust? Ne? Zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite willst du das eine nicht mehr und auf der anderen Seite willst du das. Meinst du, das kann funktionieren? Nein, kann nicht funktionieren. Es funktioniert erst, wenn du dich vollkommen für etwas öffnest. Und darum geht es. Viele von uns haben ihre Augen verschlossen. Wir haben unsere Augen verschlossen, weil wir im Außen etwas nicht mehr sehen wollten. Und vielleicht hast du dich auch schon mal ertappt, will ich fast sagen, dass du gesagt hast, oh, das kann ich nicht mehr sehen. Ach, weißt du was? Da gucke ich nicht mehr hin. Kennst du das? Hast du das schon mal gesagt? Boah, da gucke ich gar nicht mehr hin. Weißt du, das will ich gar nicht mehr sehen. Ja, was glaubst du, was dann dein Unterbewusstsein macht? Ey, die willst nicht mehr sehen? Praktisch, mache ich direkt mal schottendicht. Umgekehrt ist es genauso, dass du sagst, also das ist von innen nach außen, weißt du, da will ich am liebsten Boden versinken, da will ich gar nicht mehr gesehen werden. Und da fällt mir auch eine Geschichte ein. Willst du noch eine Geschichte hören aus meiner Jugend? Ich hatte eine Phase in meiner Jugend, ich hatte immer ein großes Maul, aber eher unter Gleichgesinnten. Und die Lehrer haben das aufgegriffen. Mach mal oh. Und dann haben die mich natürlich gerne vorgeführt. Oh. Und wenn ich da mal wieder rechts und links am Schwatzen war, dann haben die mich ja gerne drangenommen. Sag mal, oh. Und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Aber ich habe ja zu mir gestanden. Und ich bin ja stark. Und mein Vater hat mir immer beigebracht, du musst immer wissen, wer du bist. Okay, das wusste ich. Aber der Lehrer hat mich was gefragt und da hatte ich keine Antwort drauf. Und kannst du dir vorstellen, wenn der mich was fragt, vor der Klasse, wo ich vorher ja die Queen da gespielt habe, rechts und links rumgequatscht habe und darum gequatscht habe und was auch immer, irgendwelche Leute da praktisch in meinem kleinen Feld angeführt habe, dass ich dann da ziemlich scheiße dastand, wenn der Lehrer mich was fragt und ich keine Antwort darauf habe. Richtig? Und da habe ich mich echt so gefühlt und dachte, ey, nee, wo ist denn der Boden? Die Falltür. Ich will eine Etage tiefer und zwar schnell. Und das ist genau der Moment, wo du dir ebenfalls die Augen vernebelst. Und bei dir in deinem Fall, da kannst du mal hingucken. Was war denn deine Ursache, weshalb deine Augen schlechter geworden sind? Und sag nicht das Alter. Das ist eine Illusion. Das ist genau so eine Geschichte, wie ich dir eben erzählt habe. Gehört nicht zu uns.
Du musst da hingucken, was es ist, um es zu erkennen. Weil wir werden diese ganze Geschichte, diese ganze Transformationszeit mit unserem physischen Körper nur machen. Und dazu musst du gut sehen können. Und zwar nicht, weil du dir da irgendwelche Schranken aufsetzt, sondern weil du von innen strahlst und von außen entsprechend aufnehmen kannst. Und das kannst du nicht, wenn du nicht richtig siehst, weil das ist ein Illusionsfeld, was du dir geschaffen hast. Erkennst du diese Punkte? Du hast von innen irgendwo, du hast irgendwann gesagt, boah, das will ich nicht mehr sehen. Okay, haben wir uns einen Schatten draufgelegt. Oh, da will ich nicht gesehen werden. Schatten drauf. Und dann schreist du rum und sagst, du willst ein erfolgreiches, geiles Leben. Ja, wie soll das gehen? Es beißt sich. Merkst du? Das braucht viel, 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 viel Energie. Und die kannst du verändern, indem du eben deine Augen auf ein Optimum trainierst. Und da geht es hin. Du musst anfangen, mit deinem Körper eine Einheit zu bilden. Und dein Körper, der reagiert schnell, super schnell, in dem Moment, wo du was veränderst. Und wenn du schon bei mir im Einzelcoaching warst, dann hast du wahrscheinlich auch schon Wunder erlebt. So, jetzt geht es um die Stabilität. Die Stabilität ist hier in unserer Körpermitte eigentlich ein bisschen tiefer, nämlich hier die unteren drei Chakren. Ja, und es geht darum, dass wir unseren Bauch festigen. Aus diesem Grund habe ich Festigung der Körpermitte ins Leben gerufen, die Challenge. Dreimal in der Woche, morgens um 9 oder so ungefähr. Wenn du da nicht dabei sein kannst, ist überhaupt kein Problem. Mach es für dich nur. Ich weiß, das ist oftmals ein guter Vorsatz, der dann oftmals gerne auf später vertagt wird. Sag mal, auf später vertagen. Und jetzt geht es darum, dass du erkennst, wie wichtig es ist, deine Körpermitte zu stabilisieren, zu festigen, zu formen und daraus eine stabile Persönlichkeit zu werden. Und da geht es einmal, natürlich dein Bauch wird fester. Dadurch stärkst du deinen Rücken. Du hast nicht mehr das Thema, dass du dir Glaubenssätze ranziehst, die letztendlich die Last auf dem Rücken tragen. Deshalb gibt es Rückenschmerzen. Dann kannst du deine Arme stärken. Du brauchst deine Arme und deine Hände, um anzupacken, um was zu verändern. Du musst agil sein, egal wie alt du bist. Erzähl niemals diese Geschichten, bin zu alt. Bullshit. Kannst du wirklich so laut sagen, sag Bullshit. Es geht darum, dass du in deine Kraft kommst und sag, ja, ich gehe in meine Kraft. Und es geht darum, dass du, wenn du deine Körpermitte stärkst, auch deine Organe stärkst. Und deine Organe sind neben den Hauptorganen auch dein Darm. Und dein Darm ist maßgeblich dafür verantwortlich, dein Immunsystem zu stärken und dein Immunsystem im Takt zu halten. Wenn du keine gute Verdauung hast, bist du auf dem Weg, dass du ein Problem hast mit deinem Immunsystem. Deshalb ist es so, so wichtig, eine gute Verdauung zu haben, eine gute Darmgesundheit zu haben und darauf zu achten. Ich war selbst in dieser Schleife gehangen. Ich habe es geschafft, vor ein paar Jahren da auszusteigen und ich bin so, so, so dankbar dafür. Und jetzt kommen wir zu der Leber und zu der Milz. Diese nämlich maßgeblich dafür verantwortlich, wie gut du siehst oder ein weiterer Aspekt. Und wenn du bei mir im Jebis Augen-Yoga warst oder schon mal warst, dann weißt du auch, dass wir mit den Armen arbeiten. Damit trainierst du ebenfalls deine Augen. Und glaubst du auch, wenn du mit so einer leichten Übung wie die Plank Pose 1 Minute lang halten, dass du damit
eine stabilere Körpermitte hinbekommst. Es gibt Studien darüber. Du kannst natürlich, Gott weiß was machen. Du kannst 5 Stunden deine Bauchmuskulatur trainieren und Gott weiß was alles machen, stundenlang im Fitnessstudio hängen. Wenn es dir Spaß macht, wunderbar. Ich biete dir was ganz Leichtes an. Plankpose, 5 Minuten. Am besten jeden Tag, aber dreimal die Woche ist schon super. Und damit hast du schon erheblich was verändert und die Stabilisierung hingekriegt. Und diejenigen, die jetzt regelmäßig dabei waren, es gibt nämlich hier zum Beispiel die Sigunde, die hat, glaube ich, kein einziges Mal ausgelassen. Und Sigunde, magst du mal dein Mikro anmachen und kurz erzählen mit 2 Sätzen, was die Plankpose mit dir macht, also auch in deinem Alltag? Danke für die Möglichkeit, dass ich da jetzt meinen Bericht dazu abgeben darf. Also ich bin viel stabiler geworden durch diese Plank-Pose. Ich bin sicherer, fühle mich geerdet und ja, und selbstbewusster. Ja, das wäre es eigentlich. Danke, genau, und das ist es. Und ihr seht, wenn es natürlich nochmal jemand anders erzählt, dann ist es nochmal was anderes. Ich merke es genauso und ich hätte es nicht gedacht und ich hätte es ohne euch, würde ich das gar nicht hinkriegen, weil ich genauso bin. Ich bin doch genauso wie du. Ich bin auch manchmal zu faul, obwohl wir dreimal die Woche joggen und so weiter und so fort. Aber ach, weißt du was? Das können wir auch morgen noch machen. Plankpose. Ah, weißt du, ich habe jetzt einen Workshop. Ich kann jetzt nicht. Was machen wir später? Machen wir später. Aber durch dich, durch diejenigen, die mit mir dreimal die Woche morgens um 9 trainieren, die Kraft haben, die Energie und natürlich auch die Zeit. Und ich weiß auch, manche kommen nur hin und wieder rein. Dadurch trainiere ich meine Körpermitte. Und ich kann dir sagen, ich bin so energiegeladen, merkst du vielleicht, es hat sich voll was verändert in meinem Leben. Die alte kommt wieder zurück und ich fühle mich endlich wieder selbst bei mir angekommen, nicht getrieben von irgendwelchen Zielen, die ich mir aufdoktriert habe, weil es irgendjemand anderes meint, so müsste man sein und so müsste man leben. Wenn du deine Körpermitte trainierst, trainierst du einmal deine ganzen Organe, dein Verdauungssystem, du stärkst deine Bauchrücken und so weiter, aber du wirst auch feststellen, dass du Veränderungen in deinem Alltag automatisch einbaust, weil es kommen Lebensmittel für dich plötzlich nicht mehr in Frage. Auf einmal hast du keine Lust mehr auf diese Lebensmittel, wo hinten so eine ellenlange Zutatenliste draufsteht. Das sind die Lebensmittel, die ich immer gerne Füllstoffe nenne und keine Lebensmittel sind. Und dass du automatisch da viel, viel mehr drauf achtest und natürlich mehr Energie bekommst. Und möchtest du den dritten Aspekt auch nachhören, dann sag ja, ich will. Genau, es geht nämlich um den dritten Aspekt und den finde ich so, so wichtig. Und ich habe es schon etwas erwähnt, es geht um die Macht deiner Gedanken. Und wenn du in dir was denkst, was kontrovers ist dem, was du erleben möchtest, dann wird das nicht in dein Leben kommen. Und dann kannst du dir sehr häufig sagen, oh, ich will aber wieder besser sehen. Und dann machst du Affirmationen zu diesem Thema. Ich sehe zu 100% gut und was auch immer, ne, all sowas. Das wird keine Wirkung haben. Positive Affirmationen sind gut, aber sie sind nur so gut, wie gut deine Gefühle hinten dran sind. Und deshalb geht es darum, dass du darauf achtest, dass deine Gedanken zentral auf dein Thema ausgerichtet sind und nicht kontrovers sind. Und um was geht's im Leben? Um die Freude, dass du deine Seele zum Hüpfen bringst, dass du voller Energie in deinen Alltag reinstartest und mit
möglicherweise ein bisschen Müdigkeit, aber vollkommen zufrieden am Abend in dein Bett fällst. Und dann bist du in dir angekommen. Und deshalb geht es darum, dass du deine Gedanken kontrollierst. Wenn du dir immer wieder sagst, da will ich gar nicht hingucken, ja, dann kann es ja nicht funktionieren, dass du wieder richtig siehst. Da kannst du so viel JBs Augen-Yoga machen, wie du willst. Dann macht es dir vielleicht Spaß, das freut mich sehr. Aber es bringt dich eben nicht wirklich voran. Und das bringe ich dir bei im JBs Augen-Yoga, auf was du da noch zu achten hast. Und löse da irgendwelche destruktiven Gedankenmuster auf und so weiter und so fort. Aber letztendlich braucht es dich dazu, nämlich diejenige, die die Veränderung überhaupt will. Und genau. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, genau. Was ich dir vorhin nicht erzählt habe, überhaupt meine ganzen Ausbildungen. Also ich habe viele, viele Jahre habe ich bei Arkadi Petrov, das ist einer der drei Russen, also es gibt noch mehr, natürlich mehr als drei Russen, aber einer der drei Heiler, russischen Heiler, der auch Organe nachwachsen lässt und Zähne nachwachsen lässt. Bei ihm habe ich mehrere Jahre wirklich studiert, weil das kann man nur als Studieren bezeichnen, weil du musst in diese ganze Strahlentechnik reingehen. Er vermittelt in erster Linie Strahlentechniken und zwar Heilstrahlen. Und du musst es mit einer anderen Bewusstseinsebene verstehen. Deshalb geht das über Jahre. Und ich will sagen, dass ich in diesem Jahr nochmal einen erheblichen Sprung auf diesem Gebiet gemacht habe. Und genau deshalb lasse ich einmal im Monat auch eine Heilenergie da laufen. Eine Heilenergie, die speziell auf deine Augen geht, aber auf deinen Körper, also auf deinen grobstofflichen Anteil. Weil es ist wirklich maßgeblich, wir müssen gucken, dass wir mit unserem Körper die Transformation machen. Und das geht über eben unsere Augen, dass wir gescheit gut sehen, dass wir unsere Körpermitte stabil halten, uns in eine stabile Ausgangslage bringen und dass wir unsere Gedanken eben in die richtige Richtung bringen und auf den neuen Weg bringen. Und diese Heilenergie, die unterstützt das eben. Die findet auch übrigens morgen wieder statt. Immer ungefähr ungefähr der dritte Donnerstag im Monat. Ich gebe das immer vorher bekannt. Genau. Und jetzt muss ich gucken. Ja, okay. Ich möchte dir noch ein paar Tipps an die Hand geben. Und zwar habe ich eben gesagt, dass es so wichtig ist, dass du deine Affirmationen, die du machst, rund um deine Sehkraft oder in deinem Alltag, um irgendwelche Ziele zu erreichen, dass du die positiv formulierst. Du musst sie positiv formulieren. Du musst sie in der Gegenwart formulieren, also so, als wären sie schon da. Und du musst das Gefühl hinten dran spüren. Und am besten, du machst noch ein ganz Gewicht, ein ganz, eine ganze Prise, nenne ich das immer, so wie das Salz, was dann letztendlich den Geschmacksverstärker gibt. Dankbarkeit. Wenn du in der Dankbarkeit bist, dann wird sich alles danach ausrichten. Und ich gebe dir auch gerne ein Beispiel. Wenn du sagst, ich möchte wieder zu 100% sehen, dann kannst du dir das über Jahrzehnte sagen, dann tust du sicherlich was. Es kann auch sein, dass tatsächlich sich leicht was verändert, aber es wird sich nicht langfristig oder es wird sich nicht so verändern, dass du wirklich zu 100% siehst. Wenn du aber sagst, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich sonntags mit meinem Kind zum Fußball gehen kann und mein Kind sehen kann, wie das so
wunderbar über den Platz läuft und wie das den Ball spielt und von anderen noch angefeuert wird. Und ich da sitze auf der Bank und es mit gestochenem, scharfen Blick wahrnehmen kann. Dann bin ich so in meiner Freude und in so meinem Glück. Und glaubst du, dass das was anderes hat, als wenn du sagst, ja, ich will zu 100% wieder sehen? Es ist positiv, es ist in der Gegenwart. Ich habe das Gefühl drin, ich habe die Dankbarkeit drin und du kannst da reinpacken, was du auch immer möchtest und dann wirst du die Veränderung bekommen. Genau. So, jetzt hast du erfahren, dass die drei Aspekte, also die Sehkraft, die Stabilität, nämlich deine Plank Pose einmal am Tag und ja, deine Gedankenkraft dich dabei unterstützen, diesen Wandelsprozess mit deinem physischen Körper zu machen und nicht nur deinen, sondern den von deinem Umfeld. Und darum geht's. Wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle zusammen und wir schaffen das nur gemeinsam. Es nutzt nichts, wenn ich es alleine mache im stillen Kämmerlein. Es nutzt nur was, wenn wir uns vernetzen und wenn du mit einem ähnlichen Ansatz in deinem Umfeld unterwegs bist. Und ich weiß auch, dass es für viele jetzt ganz verständlich ist. Und sag mal, hast du mich verstanden? Jetzt muss ich ja doch mal fragen, hast du mich verstanden, was ich da so formuliert habe? Dann mach mal so oder mach mal ja. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Und jetzt geht es darum, weil ich habe leider sehr oft erfahren dürfen, ich bin ja seit 2015 hauptberuflich als Coach unterwegs und meine Klienten haben oftmals genickt und haben gesagt, ja, habe ich verstanden, alles verstanden, Jeanette, natürlich, mache ich ab morgen. Du, es tut mir total leid, ich kann halt nicht um 9 Uhr morgens. Kein Problem, mach's selbst. Okay, dann fragst du nach einem Monat. Ah, was bin ich noch nicht dazu gekommen? Weil weißt du ja, morgens früh muss ich da und da. Für mich wäre es besser abends. Okay, hast du es abends gemacht? Ah, nee, weißt du, abends, da muss ich ja dann auch das und das machen. Und mittwochs und donnerstags gehe ich ja da sowieso. Da gehe ich zum Fußball und dann gehe ich noch in den Häkelkurs. Und dann hatte mein Hund auch Husten. Da musste ich dann unbedingt zum Arzt. Und du kennst diese Geschichten. Das sind Geschichten, die wir uns erzählen. Und weißt du, was es ist? Es ist dein Verstand. Dein Verstand, den kannst du pressen, weil dein Verstand, den können wir ja manchmal ganz gut gebrauchen. Aber dein Verstand, das ist dein Vehikel und derjenige, der dich zurückzieht. Es ist dein Saboteur. Und diejenigen, die letztes Jahr bei der Ausrichtung dabei waren, haben wir den Saboteur gemacht, ne? Kannst dich noch dran erinnern? Da sind nämlich hier zwei drin. Genau, da haben wir den Saboteur gemacht. Dieses Jahr werden wir auch wieder ganz spannende Sachen machen. Wir werden uns nämlich ausrichten auf das neue Jahr wieder. Wenn du da mehr wissen willst, dann komm gerne auf mich zu. Und was ich jetzt machen möchte, weil du bist bei mir in der Gruppe drin. Du hast dir jetzt eine Stunde lang, etwas über eine Stunde lang meine Ausführungen angehört, die ich von der geistigen Welt empfangen habe, die ich dir jetzt präsentieren durfte. Und ich habe mir gedacht, dass ich finde das so toll und ich finde das so eine Wertschätzung. Und ich weiß, wir schaffen das nur, wenn wir alle gemeinsam diesen Transformationsprozess mit unserem physischen Körper gehen, sodass wir vielleicht noch den einen oder anderen aus unserem Umfeld mitnehmen können. Weil was nutzt das, wenn wir alleine später da sitzen, die anderen sind alle weggestorben? Ist doch scheiße. Wir wollen doch Spaß haben mit möglichst vielen Menschen. Ne? Müssen wir uns dann irgendwo in der Karibik sammeln, sitzen wir auf einer einsamen Insel, alle zusammen. Das wäre ja auch okay, aber meistens tun wir das. Ich glaube nicht, dass wir das alle tun. Und deshalb sollten wir viele mitnehmen. Und deshalb habe ich ein ganz interessantes Angebot jetzt für dich. Das ist ein Geschenk und das ist wirklich ein Geschenk. Das ist nämlich mein Herzensgeschenk an dich, weil ich möchte, dass du deinen Weg möglichst optimal gehst und deine Sehkraft
mit mir zusammen auf Vordermann bringst. Und das mache ich hier jeden Dienstag von 19 bis 19:30 Uhr. Wenn du nicht dabei sein kannst, mal, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann machen wir das nämlich, ich mache immer eine Aufzeichnung, also die bekommst du dann im Anschluss. Und deshalb würde ich dir das JVs Augen-Yoga für ein Jahr im Paket unterbreiten und dazu auch die Heilenergie, weil ich habe dir eben gesagt, wie wichtig es ist, mit unserem Körper diesen Transformationsprozess zu machen und unser Immunsystem und all das in eine stabile Ausrichtung zu machen. Das mache ich natürlich dreimal die Woche, kostenfrei. Kannst du dabei sein oder du machst selbst. Aber zusätzlich als energetische Heilerin möchte ich natürlich deine Energien in Vordermann bringen und die stärken und das Feinstoffliche in dir auf das Optimum programmieren, umprogrammieren von all diesen diffusen Illusionen, die unser Körper bisher beflügelt oder auch nicht beflügelt haben, nämlich eher eingeschränkt haben. Und deshalb solche Angebote, weil ich mache es wirklich live und ich mache es immer live. Du kriegst von mir zwar die Aufzeichnung, wenn du nicht dabei sein kannst, aber es ist tatsächlich, ich bin immer präsent. Ich mache es mit dir. Du kriegst meine Tagesform mit. Du kriegst mein Optimum mit. Ich mache hier nicht von wegen, ne, schalte da ein und dann kannst du dir die 25 Module selbst runterladen. Ich biete dir hier wirklich ein Optimum an, nämlich meine ganze Energie, meine ganze Kraft, mein göttlicher Anteil. Und es ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und diese Angebote, da gibt es Angebote im Netz, die gehen